Moin, mein Name ist Ben und herzlich willkommen in der Werkstatt. Im letzten Video haben wir diesen Halter gebaut für die Tauchsäge. Heute möchte ich für meine kleine Oberfräse auch einen Halter bauen im ähnlichen Stil. Wir verwenden wieder Festholz. Das ist 16 mm Tischlerplatte. Das Stück hat 2 Euro gekostet. Da müssen wir auch wieder alles rauskriegen normalerweise, was wir für den Bau von dem Halter brauchen. Ich möchte, wie bei dem Halter auch, einen kleinen Rundstab mit einarbeiten für das Kabel, dass einfach sauber alles beieinander liegt und da ich nicht suchen muss. Ich war mir erst etwas unschlüssig, soll ich überhaupt jetzt ein Video davon machen. Denn es ist ja grundlegend dasselbe Prinzip wie beim anderen Halter. Video verlinke ich euch gerne oben rechts. Aber ich finde, wir haben hier noch ein, zwei Änderungen. Wir müssen ein paar Rundungen ansägen. Und deshalb habe ich mich entschieden, ein Video zu machen. Als erstes ermitteln wir die Breite. Ich hätte gerne wieder jederzeit einen Zentimeter Überstand. Messen wir einmal die Breite der Oberfräse. Die hat eine Breite von 12,5. Dann schneiden wir jetzt einen Streifen runter von 15 cm. Bevor wir jetzt komplett ins Projekt einsteigen, möchte ich ganz kurz einen Moment nutzen, um Werbung eigener Sache zu machen. Der eine oder andere von euch weiß, ich bin nebenberuflich Messermacher. Wir kommen langsam Richtung Weihnachtszeit. Wenn ihr auf der Suche seid nach einem originellen Geschenk, das genau nach euren Wünschen gefertigt ist, bin ich die richtige Adresse. Schaut gerne bei mir im Shop vorbei, schreibt mir eine E-Mail, wir können über alles sprechen und ich werde für euch das Messer fertigen, was ihr vielleicht schon immer haben wolltet. Und der große Vorteil daran ist, das wird ein Messer sein, was du ein Leben lang an deiner Seite hast. Was meine ich mit deinem Leben lang? Ganz einfach. Bei all meinen von mir handgefertigten Messern gebe ich ein Leben lang Garantie. Bedeutet, geht das Messer bei dem vorhergesehenen Verwendungszweck kaputt oder wird beschädigt, repariere ich es und wenn das nicht möglich ist, kriegst du kostenlos ein neues. Dementsprechend hast du an sich kein Risiko, wenn du bei mir ein Messer bestellst. Wenn du jetzt neugierig geworden bist und willst du mal im Shop vorbeischauen, Link findest du in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's weiter mit dem Projekt. Was mir persönlich an diesen French Kleed Projekten so gefällt, ist, dass es mit wenig Kosten und Kosteneinsatz man schöne Sachen bauen kann. Wenn wir schauen, der Halter für die Tauchsäge hat, wenn es nur Materialwert, waren es vielleicht 3 Euro, 4. Dafür haben wir einen schönen Halter. Hier wird es genauso sein. Und ich finde, das sind einfach Projekte, die jeder von euch einfach schnell nachbauen kann, ohne dass man sich in Unkosten stürzen muss. Ich schneide mir gleich 2 Streifen, weil ich wieder eine zweite Grundplatte brauche. Jetzt ermitteln wir, wie hoch die Grundplatte sein muss, auf der gleich die Oberfräse sich befindet. Was ich gerne tun würde. Ich möchte mir jetzt noch 2 Bretter schneiden mit der Rundung von der Oberfräse. Und dann hier, wie bei der Tauchsäge auch, noch 2 Nupsel, wo es reingeht, dass quasi wieder die Oberfräse so einsetzen kann. Ich denke, dass es einigermaßen stabil ist. Brauche ich mir schon bis zur dicksten Stelle 4 cm. Unten genauso. Dann kommen wir auf eine Grundplatte von 20. Die schneiden wir jetzt mal zu und dann werden wir jetzt nochmal 2 4 cm Streifen rausschneiden, an denen wir dann die Rundung ansägen. Also wir haben die Grundplatte, wo die Oberfräse drauf kommt. Und jetzt möchte ich das einmal natürlich mittig ausrichten und dann zeichne ich gerade, die liegen jeweils bündig an, mit dem Bleistift die Rundung nach. Die 2 Rundungen werden wir jetzt an der Bandsäge ausschneiden. Dann werden wir hier alles verleimen bzw. von hinten verschrauben. Und dann können wir noch schon die Arretierung mit einarbeiten. Schauen wir mal, ob das so passt, was ich mir ausgedacht habe. Das kommt hier hin, das kommt da hin. Dann müsste die Oberfräse reinpassen. Das passt doch mit dem Staubsauger. Anschluss. Das ist schon mal sehr gut. Und dann wäre die Überlegung, hier einfach eine kleine Lippe zu machen. Mal gucken, dann kann man es wieder rausheben. So wie bei der Tauchsäge. Das heißt, wir verschrauben die jetzt mal von hinten. Wenn du auch so einen coolen Halter haben willst für deine Akkus, der schnell und günstig gebaut ist, das Video verlinke ich dir gerne. Ich verschraube es jetzt mit 3x25er Schrauben, einmal von hinten. Mache da jetzt keine große Wissenschaft drauf mit Anzeichnen, denn die Schrauben sieht man nicht mehr.
Und die müssen auch nicht viel halten. Mach gerade nur zwei Schräubchen rein und das reicht. Mehr müssen es nicht sein in dem Fall. Ich habe hier wieder ein kleines Stück MDF. Das möchte ich hier noch gern drauf montieren. Das soll dann die Oberfräse halten. Was ich natürlich nicht möchte, im Moment wäre es ja fett, könnte man die drehen. Das würde mich stören. Ich soll ja schon in einer gewissen Position arretiert sein, wenn es an der Wand hängt. Deshalb werden wir uns jetzt hier einmal von der Führung hier anzeichnen. Dann gehen wir rüber auf die Stärke. Das heißt, wir haben bei einer Höhe von 1,1, nehmen wir uns hier einen Strich, machen wir hier einen Ausschnitt hin. Der bietet uns dann den Vorteil, dass die Oberfräse in einer Position arretiert ist und sauber drin sitzt. Wenn man grob was hinpasst, bevor es schön fällt, müssen wir noch ein bisschen was wegschneiden. Ich habe es gerade ein bisschen nachgeschnitten, jetzt passt es so, wie es soll. Das heißt, ich werde jetzt von oben, hier zeichne ich mir die Schrauben sauber an, vier Stück, oder also 1, 2, 3, 4 und eine mittig, eine fünfte. Wird einfach noch festgeschraubt. Ich gucke, dass wir bündig an der Außenkante jeweils sind. Dann schraube ich es erst auf der anderen Seite fest, dass es nicht verschiebt, und dann kann man die anderen Schrauben schön sauber montieren. Natürlich könnte man jetzt wieder alles schleifen, alles hunderttausendprozentig machen. Und ich denke auch, für manche macht das bestimmt Sinn, für mich nicht. Ich bin ein sehr praktisch veranlagter Mensch und Sachen müssen einfach funktionieren. Und ich sehe für mich keinen Sinn darin, jetzt da keine Stunden zu investieren, dass ein Halter jetzt so viel Arbeit mir zu machen mit Schleifen und allem, weil es einfach Quatsch ist. So hält er, so wie ich mir es vorgestellt habe. Jetzt ermitteln wir den Winkel, in dem wir es gerne montieren wollen, dass wir die Rampen zuschneiden können. Wir haben hier ungefähr 4,5. Ich denke, das sieht relativ sauber aus und entspricht auch dem Winkel von dem anderen Halter, dass die, wenn die nebeneinander hängen, das einfach ein bisschen symmetrisch aussieht. Bestmöglich. Bedeutet, ich werde mir von dem einen Rest, der von dem Brett übrig ist, einen Streifen runterschneiden von 4,5, den auf die passende Länge kürzen und dann diagonal zuschneiden. So, die zwei Rampen sind jetzt zugeschnitten. Wir werden das einfach schnell mit Sekundenkleber fixieren, dann von der anderen Seite verschrauben. Holzleim geht natürlich viel, also geht wahrscheinlich geht genauso gut, ist auch günstiger, aber ich möchte halt schnell weiterarbeiten. Wenn du ein bisschen mehr Geduld als ich hast, würde es mir empfehlenswert, Holzleim zu nehmen. Also mittlerweile bin ich schon ein bisschen Freund von dem Sekundenkleber, weil es halt einfach das Arbeiten beschleunigt. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht, denn jetzt haben wir nochmal Überstand hier. Aber nicht schlimm, das kriegen wir auch gelöst. Wir verschrauben es jetzt von oben mit jeweils zwei Schrauben. Schön an den Schrauben ist, die ziehe ich selber rein, da muss man oft gar nicht vorbohren. Hab natürlich wieder jetzt im Sichtbereich denselben Abstand gewählt, dass es sauber aussieht. So sieht es jetzt aus. Jetzt müssen wir überlegen, wie wir das nochmal absetzen. Die Kreissäge einfach passend eingestellt. Ein bisschen rüber vielleicht. Und säge einfach ab. Wir haben es optimal getroffen. Ist jetzt hier mit der Kante bündig, sieht sauber aus. Sehr schön. Das ist jetzt quasi, was ist nicht quasi, das ist unser Halter, in dem die Oberfräse drin sitzt. Jetzt verschrauben wir das auf unserem Unterbrett und machen nur das Loch für das Kabel. Jetzt müssen wir noch das Unterbrett kürzen. Ich werde auf 11 cm gehen. Das ist derselbe Abstand, wie ich bei dem Halter von der Tauchsäge habe. Einfach, dass es optisch ein bisschen gleich ist. Hier schneiden wir unser Brett jetzt nochmal ab. Das ist dann in dem Fall bei 30,9. Und dann lassen wir nochmal einen Rundstab ein. Jetzt zeige ich mir wieder die Mitte der unteren Bretter an. Und dann können wir einfach verschrauben. Ich lege mir es passend hin. Guck, dass wir vorne bündig sind, dass wir gerade sind und schraube es einfach fest. Ich nehme es beim vorderen Loch, bisschen passenden Abstand anzeichnen. Ich wollte es gerade eigentlich lassen, aber mein Zwang, Sachen doch einigermaßen symmetrisch zu machen,
ist manchmal stärker. So schrauben wir es fest. Ich nehme jetzt ein 5x, eine 3x30er Schrauben. Ich denke, dann sind wir safe, dass es gut hält, auch mit 4 Schrauben nur. Jetzt gucke ich, ob die Ausrichtung noch stimmt. So gefällt mir das. Zweite Schraube und dann kann sich eigentlich nichts mehr verziehen. Ich denke, das ist auf jeden Fall stabil genug, das, was wir vorhaben. Jetzt fällt wieder der Holzrundstab, um das Kabel aufzuhängen. Wir haben hier 7,5 ist die Mitte, 11,5, das heißt 5,7 ungefähr, 7,5. Bohren wir die halbe Stärke mit dem Forstnerbohrer, dann bohren wir ein kleines Loch durch und dann können wir den Rundstab einlassen. Jetzt bohren wir wieder durch. Der wird aber auch wieder mit eingeleimt. Hier ist unser Rundstab. Den leimen wir ein. Was mich jetzt kurz interessieren würde, das kannst du mir gerne in die Kommentare schreiben. Möchtest du mehr Videos sehen, wie ich meine Fringe-Gliedhalter baue, oder sagst, komm, hör auf in dem Kram, das interessiert kein Mensch, mach lieber Messer oder größere Projekte. Schreib mir gerne in die Kommentare, dass ich weiß, ob sich das lohnt, davon Videos zu drehen oder eben nicht. So, wir gehen ein bisschen Leim an. Muss eigentlich nicht viel sein, denn es wird ja überwiegend auch von der Schraube gehalten. Rundrum schön Leim, dass wenn der aushärtet, dass es passt. Nimm hier wieder eine kurze Schraube. Jetzt fehlt nur die French Kit Leiste. Dann haben wir jetzt wieder innerhalb von, keine Ahnung, wie lange das Video am Schluss sein wird, von 10 Minuten einen schönen Halter gebaut. An dem wir hoffentlich lange Freude haben. Der Halter funktioniert nach demselben Prinzip wie der Halter von der Tauchsäge. Wir haben das Kabel sauber aufbewahrt. Wir haben alles an einem Ort, so wie es sein soll. Ich finde die Optik ganz schön. Langsam haben alle meine Maschinen ihren festen Platz, was mir sehr gut gefällt. Dass ich einfach auf einen Blick auch sehe, ist alles da, fehlt irgendwas. Das war's wieder mit dem heutigen Video. Wenn dir das Video gefallen hat und du vielleicht ein wenig Inspiration mitbekommen hast für deine Werkstatt, kannst du mir gerne mal einen Kommentar, ein Like da lassen. Das unterstützt mich kostenlos, denn es hilft mit dem Algorithmus von YouTube, dass noch mehr Menschen die Möglichkeit haben, meine Videos zu finden. Ich hoffe sehr, dass ich beim nächsten Mal wieder begrüßen darf und bis dahin wünsche ich eine gute Zeit.